bleiben stehen. Wenn man sie anspricht, bleiben sie stehen und nehmen sich die Zeit. Die Leute sind wirklich freundlich und die kommen. Es hat Spaß gemacht, auch auf die Suche gehen. Die haben mit uns geredet. Wir haben jetzt einige Läden wieder entdeckt. Was ich sehr spannend finde, ist, dass man als Gesprächspartner, also quasi als lokaler Gesprächspartner vor Ort von der Partei erkannt wird. Als wir ins Prisma gegangen sind, was ja quasi selbst organisiert von 6 oder 7 Frauen ist, ich dachte immer, das ist einfach ein Schuhladen, aber das sind Leute, die halt selbst Sachen herstellen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das also nicht einfach nur irgendwelche Kaufleute sind, sondern vielleicht auch Projekte dahinter stehen. Man begegnet auch immer wieder neuen Leuten und lernt, man trifft die Leute wieder. Also es bringt die Leute auch zusammen. Und die Bürger nehmen sich die Zeit. Also wirklich, das ist positiv, das ist so, man braucht keine Scheu haben vor der Aktion. Auf jeden Fall sind Mitmachaktionen, wo die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden, absolut wichtig. Und ich finde, diese Kampagne schafft das sehr gut. Also dadurch, dass man die halt anspricht und dann sagt, hier, komm mal hier rein irgendwie, ob dir das gefällt oder eben nicht gefällt. Blauen und Gelben sind ja die Negativen. Was würde da eigentlich vor allem doch Verkehr. Die lauten Magistralen. Ja. Genau. Die unterschiedlichen Orte, an denen man ist halt auch was völlig anderes. Dass man plötzlich mitten auf der Straße, wie wir vorhin die Dame mit dem Kinderwagen angesprochen haben, da würde normalerweise niemals ein SPD-Stand stehen und dort sind wir ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Das ist halt auch immer was völlig anderes. Ja. Man gewinnt einen neuen Blick, das ist glaube ich das Wichtige auch nochmal, weil es ändert sich immer total viel. Und wenn man einfach das macht, was sie die letzten 20 Jahre gemacht haben, dann sieht man das alles nicht. Und dann geht irgendwann die Zeit vorbei und man ist nicht mitgegangen.